gucke ich das an. Meine Damen und Herren, Ihre Rente. Ja. Begrüßen Sie wieder einen kleinen Applaus für Ihre Rente. So. Ich hab's gewusst, ey, Altersarmut, scheiße, ey. Ja. Ja. Ich hätte echt mal vorsorgen. Haben wir einen Inder hier? Ja. Oh, schön, schön, schön. Und der hat vor allem der genau die gleichen Klamotten angehabt auch noch, ne? Die oh, herrlich. Der hat wirklich diese selbst gehäkelten, weißt du, diese mit dem Muster aus den 80ern. Ja. Sowas hatte der an. Ich glaube, das kriegen die bei der Ausreise ja. Einfach so in den Koffer gepackt hier. Ja, das wirst du brauchen. Ja, das ist gerade Mode in Deutschland. Wenn ich weite Aufrechte halten würde, oder was? Ja. Und dann haben wir gekocht, ne? Und dann meinte er so, ja, wir kochen jetzt mal richtig indisch, ne? Alter Schwede, ich habe 3 Wochen lang keinen Geschmack mehr auf meiner Zunge gehabt. Ohne Witz, ey. Ich habe nur einmal abgebissen, ey. Der hatte nämlich, muss man dazu sagen, der hatte seine ganzen Kräuter und so weiter alles mit. Und die ganzen Pasten und so weiter alles mitgehabt. Alter. Ja, scharf eine ganz andere Dimension, ey. Er hat gesagt, er macht sich so scharf. Ich glaube, das war gelogen, ey. Ja. Feuer gespeit hast du trotzdem, darüber. Ja, definitiv, ey. Ich meine, es war lecker, wenn man die Schärfe nicht da drin gehabt hätte, aber ja. Er hat wahrscheinlich gedacht, du Arsch jetzt. Jetzt mach ich jetzt schön scharf. Dann müsste ich dir einen Verwandten von mir vorbeischicken. Ja. Der hat Bonbons. Bonbons? Bonbons? Ja. Du Bonbon. Könntest meinen, das ist gepresstes Chili. Okay. Dinge aus Thailand oder so. Ich hab mal so ein Ding gegessen. Ja. Ich hab das halt in den Mund genommen. Ja. Also wie das Ding im Mund hat, sind mir die Tränen gekommen. Okay. Ging gar nicht. Genau mein Kollege hier, ja, den grüße ich auch mal, den lieben Gott jeder, der ist genauso abartig, der frisst nämlich Wasabi sogar pur. Boah. Oh. Lecker. Ach stimmt, aber Golkeda, ja, der ist ja. Der war auch immer nett. Der war ich hab gerade mal einen Link in die Teamspeak-Dingsbums da reingeschrieben. Also, schau niemals dieses Video an, oder? Außer ihr wollt es. Es ist mit Dummheit geprägt. Echt? Ja. Okay. So, ich fahr mal. Das ist ein Lied, das heißt Uni. Wow, wow. Ja. Jetzt wissen wir auch, was du während der Schule machst, wo du eigentlich lernen sollst. Ja. Was ist aus der Jugend von heute? Ich verstehe es immer nicht. Ich begreife es echt nicht. Die Eltern haben sich so viel Mühe gegeben. In liebevoller Kleinarbeit haben die zusammengefrickelt. Ne? Ja. Dann sich so viel Mühe geben. Die ja. Dann kam der behinderte Storch. Ja. Ja, länger als 5 Minuten kann es auch nicht dauern. Ne? Da habe ich mal ein schönes Video. jetzt sag, Blümchen, jetzt. Nee. Nein, bitte nicht die auf URL. YouTube gesehen. Ach so. Ja. Wenn ich das mal wieder finde, schicke ich euch. Ich finde das irgendwie so geil. Mm. Da werden Babys aus Wolken geformt. Ja, das ist so geil. Die eine Wolke ist so traurig und alles, gell? Ja. Das heißt Teletubbies, ne? Nein. Nein? Und wurde abgesetzt. Ja. Zwecks Erfolglosigkeit. Nee, und da ist eine Wolke dabei, die ist immer so grau. Der macht immer die Geschenke für die bösen Kinder. Ich kenn's aber, ich weiß, wie es heißt. Und dann gibt's noch irgend so ein anderes mit so blauen Viechern, wo absolut alles gleich ist, alles symmetrisch. Jeder macht so, also wenn sie auf dem Golfplatz sind, was weiß ich, hast du 42 Löcher nebeneinander. Da stehen 42 Mann, alle 42 Mann machen zur selben Zeit dieselbe Bewegung. Und bei jedem rollt der Ball gleich. Das hört sich streng nach Teletubbies an. Ja, das hört sich wirklich streng nach Teletubbies an. Ja, ganz ehrlich, ihr habt irgendwie, weiß ich nicht. Zu viel Zeit. Ja, ganz ehrlich, ich habe gestern mit Charlie, haben wir Fallout gespielt, und dann habe ich zu Charlie gesagt, sag mal, kennst du noch, als die Tiere in den Talerwald verließen? Er hat gesagt, ja klar, kenne ich. Ja. So. Was? Ja, als die Tiere in den Talerwald verließen. Siehst du? Ja, was? Ich habe das Link in die Gruppe, das Link. Video-Link. Ja. Guck ich mal der Video mal an, ne? Der Video? Auf das Website, ne? Mit Deep Player, ne? Guck ich das an, ey. Meine Damen und Herren, Ihre Rente. Ja. Begrüßen Sie wieder einen kleinen Applaus für Ihre Rente.
Ich hab's gewusst, ey, Altersarmut, scheiße, ey. Ja. Ja. Ich hätte echt mal vorsorgen sollen, ey. Mist. Ja. Mist, was soll ich denn dann später sagen? Chantal Pascal! Ja! Holst du mal bitte die Kartoffeln aus dem Keller? Du Idiot, nicht die Zwiebeln, die Kartoffeln, hab ich gesagt. Der Papa hat Hunger. Hol mir mal eine Pulle Bier. Der Duty Export Bier. Kannst du ja auf dem Weg nach oben auch eins nehmen. Okay, Papa. Oh, ja. Schön, Papa, schön, Papa ey. Kevin, ey. Ja. Papa Kevin mit seiner Tochter Jeremy Pascal. Ja. Hör auf, Kind, das muss so. Naja. Ja, es gibt schon bestrafte Namen, ey. Oh ja. Bestrafte Namen? Bestrafte, ja, ja. Die vorbehaftete Namen nennt man sowas. Kevin. Ich glaube, der Pferd ist irgendwie gerade auf dich ab, kann das sein? Der Kevin. Der Kevin hat schon wieder hier den. Was? Wer fährt auf mich ab? Ja, ey, gerade eben, was du gesagt hast. Was? Ja, darauf fahre ich ab. Ja, nee, nee. User disconnected from your channel. Oh. Ich glaube, Shadow Ghost heißt Kevin. Ich glaube, du hast ihn gerade vergrault. Kann das sein? Wie heißt Shadow Ghost? Weiß einer, wie eigentlich wie Shadow Ghost mit Vornamen heißt? Nein. Mist. Fettnäpfchen. Ding, 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 ding. Ja, es kann aber auch sein, dass er von seinen Eltern ins Bett geschickt wurde. Geh mir mal vom Positiven aus, seine Sekunde. Mutter hat den Stecker gezogen. Ja. Haben die jetzt gesagt, Kevin Chantal was gemacht? Wahrscheinlich, der hat jetzt bestimmt geweint oder so. Warum? Nee. Ich würde mich alle leckt's. Nicht mehr leiden. Jetzt leckt's, ja. Seid aber auch gemein, so einen armen kleinen Bub zu dissen. Was, so einen armen kleinen Flo zu dissen? Bub. Ach, Bub. Komm mal her, Kevin, du machst jetzt hier mal das Internet aus hier. Das ist nicht gut für deine Bildung. Ja. Das ist nicht gut für das Bildung, das du kriegst. Lernen. Ja. Du musst doch das Hausaufgaben fertig machen. Und wir müssen noch zusammen die Deutscharbeit. Ach nee, ja, Mist, die Deutscharbeit wäre grammatikalisch korrekt. Der. Verdammt! Ja, das geht nicht. Mach der draus. Wir müssen noch der Deutscharbeit kontrollieren hier, korrigieren. Hier mit dem Grammar. Richtig Zeug tun. Richtig tun. Komm mal hier, lass mal die Deutscharbeit richtig tun jetzt hier. Pass mal auf, mein Junge. Ne? Ditte? Ne? Was? 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 Jetzt komme ich wieder ins Berlinerische. Ne? Icke mene bene. Ne? Ich musste mal in der Schule früher, in der vierten Klasse oder so, haben wir mal ein Plattdütsch-Theater gemacht. Und ich hatte, cool. ja, das war ganz witzig. Und ich wollte unbedingt in diesem Theater, also ich war früher in der Theater-AG, man merkt es mir manchmal nicht an, aber mein Plattdeutsch war nicht so gut. Oh, ja? Schade. Ja, deswegen hatte ich eine stumme Rolle. Im Theater? Ey, ja, ich habe Gesten gemacht. Ich war einfach, ich glaube, ich... Wahrscheinlich hast du so zwei Äste genommen. Baum. Ich bin Baum. Ja, nee, so ähnlich. Nee, ich hatte eine Rolle, in der ich genau sechs Wörter sagen durfte. Das war meine ganze Rolle in diesem Stück. Und zwar muss ich sagen, Plattdütsch ist auch was für dich. Das war meine ganze Rolle. Das heißt, im Prinzip Plattdeutsch ist auch was für dich. Ja, sehr gut, siehst du. Mehr durfte ich nicht sagen. Ne? Und ich erinnere mich noch an meine andere Rolle. Da haben wir nämlich ein Rolf Zukowski-Stück nachgespielt. Da war ich der Vater. Und das war halt eine, da ging es um Verkehrssicherheit und so ein Kram. Ne? Also pädagogisch wertvoll. Und dann habe ich durfte das Theaterstück eröffnen. Ne? Ich saß in meinem Haus drin, mich da so versteckt. Und draußen saßen Millionen Publikum, saß da. Millionen wollten das. Ja. Es war wirklich. In diesem kleinen. Und alle nackt. Das musste ich mir nie vorstellen, zum Glück. Smirnoff ist voll. Hups. Ich fahre mal schon rückwärts. Dann habe ich aus dem Fenster rausgeguckt und habe gesagt: Tom, Toni, beeilt euch, ihr müsst zur Schule. Das war die Eröffnung des Theaterstücks. Und dann kam Feuerwerk, Explosionen.
Pyro-Effekte, alles. Also Lichtshow, Laser, alles. Also die haben ihren Laserpointer und Feuerzeug angemacht. Ja. Das durften wir damals nicht benutzen. Eine Wunderkerze angezündet. Ja. Ja. Ja, aber meine Eltern waren nicht da. Oh. Ja. Scheiße, mein Soundboard ist aus. Ja, ich musste das alleine machen. Ja, da musste ich wagemutig vor ein Pappauto über die Straße laufen. Oh. Ja, und so tun, als wenn ich fast... Sogar, ja, ja, ich, mir wäre eine große Karriere, hätte mir vorbestanden. Also wäre für mich vorbestimmt gewesen, so. Aber ja, mach doch YouTube jetzt. Ja, stimmt. Aber an diesem Tag, als ich von diesem Pappauto überrollt wurde, war es vorbei mit meinen Karriereträumen. Ja, ich konnte nie wieder eine Bühne betreten. Oh. Ja, ja. Ja. Pappautophobie? Ja, ja, ja. Und Pappbaumphobie, weil der Pappbaum wollte mich dann retten. Also der hat mich dann wieder beatmet, wiederbelebt, so rum. Ja, und seitdem habe ich eine Pappbaumphobie. Jetzt kann ich kein Theater mehr spielen. Ach, ich höre nicht mehr richtig. Was, du hörst nicht mehr richtig? Du leckst so ein bisschen. Ja, also im TS. Im TS zumindest, ja. Schade. Du müsst euch das Video nachher auf YouTube angucken. Ja. Wäre auch so eine Option, ey. Dann könnt ihr nachher auch die Antworten mir später geben, einfach. Das ist kein Problem. Schicken sie nach. Genau, ihr könnt es in die Kommentare reinschreiben. Dann reagiere ich vielleicht Stunden auch. Später. So, jetzt hab ich mal eine spielbezogene Frage. Oh Gott, ja. Wie? Oh ja, ja. Tatsächlich. Hm. Wie schalte ich das Hub aus? Dass ich quasi den reinen F1. Bildschirm habe. Ja, das ist Hilfe. Ja, du musst mit die Uhr und so. Du musst die Konsole aufmachen und dann, also das musst du im Editor bearbeiten. Du musst in die Konsole reingehen, dann machst du Toggle HUD Mode oder Toggle Flight in HUD Mode oder so heißt das. Der Befehl. Da musst du aber erstmal im Editor was bearbeiten. Ich kann den Link mal nachher mal schicken. Ich habe gar keinen Editor. Doch, du kannst doch einfach die game.xml-Datei bearbeitest du einfach. Ach so. Ja, und da steht dann irgendwie, da machst du Enable. Ganz normalen Windows-Editor meint er damit. Ja, genau, den Windows-Editor. Ah, okay. Und dann gibt es dann irgendwie so einen Punkt Enable-Konsole, den trägst du da ein und dann öffnest du im Spiel die Konsole nachher und sagst dann Toggle Flight in HUD Mode oder so. Ja. Du setzt dann auf Fails. Wobei wir auch mal überlegen können, ob wir irgendwie so einen Mod nochmal mit reinnehmen, mit dem man die Konsole einfach ausschalten kann. Mit Alt-H zum Beispiel. Ja, das, weil das ist dann stellenweise einfach mal angenehmer, weil... Für Aufnahmen definitiv, ja. Ja. Und, das ist schon die zweite Frage jetzt, ne? Die kostet jetzt extra. Ja, zieh's von meinem Guthaben ab. Ja, mach ich. Gleich. Ja, die zweite Frage. Eich. Gleich, Bindung. Eich. Muss das Müll noch nicht auch gleich weg irgendwie? Ja, es ist unter 10 Minuten, aber ich wollte es wenigstens fertig machen. Ah, sehr gut, okay. Ja, die zweite Frage. Die letzte Frage für heute. Zumindest. Ist das eine Mod, dass ich die verfügbaren Fahrzeuge, die auf der Karte sind, mir einzeln anzeigen kann? Wie jetzt hier zum Beispiel links der Inspektor? Da oder muss ich die durchsetzen? Du meinst, dass du separat durchswitchen kannst, dass du es auswählen kannst? Ja. Ja, gab es zumindest im 13er Teil gab es so einen Mod. Den müsste im 15er Teil auch geben. Ja. Denk ich mal auf, dass der bestimmt überschrieben worden ist. Ja. Weil das hatte ich nämlich bei Simultube mal gesehen, aber da habe ich nicht rausgekriegt, ob das eine Mod ist. Entschuldigung. Nein, alles gut, kannst du ruhig schauen. Wir haben nichts gegen die. Guck mal nach einem gewissen Switcher oder sowas. Ja, Car-Switcher Fahrzeug-Switcher. Okay. Da muss das gehen. Ja, in diesem Sinne, wir switchen jetzt auch schon mal runter. vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ja, gerne. Nächstes Mal gibt es dann auch nüchterne Menschen hier nur noch. Und ja, falls euch mehr nüchterne Menschen im LS15 interessieren, gebt uns ein Like. Ne? Da unten gibt es eine Kommentarfunktion, falls ihr sagt, irgendwie, wir wollen mehr Betrunkene haben. Und wenn ihr sagt, ach Mensch, eigentlich sind die doch ganz lustig, dann schenkt uns doch einfach ein Abo. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, nein. Schenkt uns gerne ein Abo. Da freuen wir uns auch drüber. Ne? Sonst noch was? Nee. Nö, schönen Abend. Schönen Abend. Oder schönen Tag.
oder guten Morgen. Genau. Je nachdem. Oder guten Morgen. Immer. Ja. Stellvertretend auch für Shadow, sagen wir schon mal tschüss. So. Dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr, achso genau, wenn ihr noch irgendwie Vorstellungen, Wünsche habt oder so für Mods oder irgendwas auch, einfach unten in die Kommentare rein. Wir antworten in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden. Ne? Denn wir haben kein Leben. Wenn möglich. Nein. Wenn möglich, wir haben kein Leben, nein. Bis zum nächsten Dank Mal. Dank der Schweizer wissen wir jetzt, wie wir arbeiten müssen. Richtig. Ja, die Schweizer, die wissen es, wie das geht. So, bis zum nächsten Mal. Bitte.